Guten Morgen, Melanie. Ich wollte mal fragen, wie geht es dir heute an diesem wunderschönen Tag? Mir geht's wunderbar. Guten Morgen, Eike. Sollen wir gleich mal Wasser hin? Ja. Was sagst du zu diesem wunderschönen Tag, Eike? Ja, es regnet, aber sonst ist er wunderschön. Wie ist deine Stimmung? Ein bisschen müde, aber es legt sich gleich. Yo, 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 Sponsorenlauf 2013, da spielen sich hier unglaubliche Szenen ab. Millionen, nein, Milliarden von Menschen strömen dem Ausgang entgegen und laufen Geld in das Korwei-Kassensystem. Laugengang. Und jetzt fangen wir mit dem Ziel an. Hier sitzen schon die Ersten, die die Leute in Empfang nehmen wollen. Wir freuen uns. Was erwartet ihr von dem heutigen Tag? Das sind die Stempel. Ich möchte einmal darauf hinweisen, die kommen nachher auf den Arm. Und wir hoffen, möglichst viele Stempel nachher auf den Armen zu haben. Vielen Dank, Frau Berke. Jetzt wissen wir Bescheid. Immer wieder gerne. Ganz toll. Und was erwartet ihr von diesem Tag, Jungs? Sagt mal. Keine Ahnung. Keine Ahnung? Was? Sehr gut. Ja. Du bist offen für alles. Schweiß und Geld. Ja, Schweiß und Geld. Und dass die Stempelkissen alle werden. Jawohl. Und was sagst du, David? Wir haben keine Stempelkissen. Die kommen noch. Die super, hier ist die nächste Klasse auch schon fertig. Macht sich warm. Versucht noch die Strategie abzusprechen. Aber sie sind guter Dinge und ich weiß, da kommen ordentlich Runden raus. Viel Freude. Es ist wunderbar, denn wir haben schon wieder die Nächsten, die um die Ecke müssen. Super, Leute. Weitermachen. Ja, natürlich, natürlich. Und die Nächsten sind schon wieder da und sie lachen noch. Sie lachen noch, Tobi. Toll. Und immer lächeln, immer fröhlich bleiben, jawohl, nicht so verkrampft. Oh, Herr Sprenger ist dabei, jawohl, super, ihr schafft es, ihr macht es. So, Eja, Schüler aus dem S4. Ex-Schüler. Kleines Zwischenfazit zum Spenden. Wurde das top organisiert von den beiden Männern. Wie heißen sie doch mal? Veit Brunken und Eike Enzian, kann das sein? Wer ist das denn? Noch nie gehört. Na Jochen, muss man einmal Pause, ein bisschen ja. Man kann auch mal einen Moment laufen, gehen, alles gut. Sag mir, wie findet ihr die Stimmung hier auf dem Spendenlauf? Der blöde Kuchen kostet Geld und der Grill auch. Das zieht das Ganze ein bisschen runter. Na gut. Und was reißt es hoch? Dass sie so super sportlich sind und wir werden alle 20 Stunden Wetter. Ja. Und ein richtiges Laufwetter, das finde ich auch. Toll. Und Leute, haut rein. Toll, auch wenn es jetzt richtig warm wird. Ihr schafft das, ihr seid so gut, weil ihr durchhaltet. Und da kommen wieder welche ganz wahnsinnig angerannt. Wow. Und macht. Und jetzt? Und jetzt ist die Frage. Wie heißt der Navid? 16 Jahre alt. Navid 16 Jahre und? Hanna 15 Jahre. Hanna 15 Jahre. Was haltet ihr von der Aktion des Spendenlaufs? Sehr gut. Es bringt was und es laufen viele. Ja? Ja, es laufen alle. Hier zum Beispiel, da laufen gerade zwei. Habt ihr den Eindruck, die Leute sind auch mit großem Ehrgeiz und Spaß bei der Sache? Total. Total. Wir zum Beispiel. Wir sind die Besten hier. Was fandet ihr heute am eindrucksvollsten? Die Organisation. Ja. Wir alle mitgemacht haben, die ganze Schule. Der Elan. Zusammenarbeit, super. Kooperation. Super. Ich danke euch. Gerne. Ich komme doch noch gar nicht drauf. Das sind doch unsere Streckenposten und unsere Sanitäter. Mensch, das finde ich toll, dass ich euch auch noch mal treffe, denn ihr wart die ganze Zeit an eurem Tisch. Vielen, vielen Dank. Ein Wahnsinn! Naja, passiert nicht gerade viel. Also alles hier verletzungsunanfällig. Ja. Kein Blasenpflaster. Blasenpflaster sind aber alle. Hatten wir von Anfang an nicht. Aber jetzt sind sie trotzdem also nicht mehr da. Nee, die wollen alle welche. Da ist einer von den Organisatoren, ja. Eike Enzian. Stark am Laufen. Immer noch unterwegs. Und jetzt werden die Getränke angeliefert und alles wird gut. Aha, und da ist ja noch mal Emilia. Emilia, du kommst auch vom Lauf zurück. Wie geht es dir? Gut. Und hat es dir Spaß gemacht? Ja. Toll. Und wie viele Runden hast du geschafft? Sechs. Hervorragend. Ich bin zufrieden. Ja, ich bin sechs Runden gelaufen.
Oh, super. Ich und bin welche? 13 Runden gelaufen. Nein, das wird ja teuer. Ich bin auch nur 6 gelaufen. Trotzdem, egal. Man muss nicht immer auf die Summe achten. Ja. Und jetzt wundern wir uns, denn das sind schon die Ersten. Das ist die Nummer 3. Die macht einen super Gang. Bravo, bravo, bravo. Hervorragend. Und immer locker weiterlaufen. Das ist das Ziel. Super. Oh, jetzt kommt er. Und weiter! Hervorragend! Komm nochmal, 3, ja, 2. Und jetzt kommen die beiden Klassenlehrerinnen der 5B, die auch noch den Anschluss erreichen wollen. Und sie kriegen den Anschluss. Und Frau Berke schafft das Ziel.